Wir sind Leo und Beat und für die nächsten 14 Tage sind wir auf großer Mission in den USA. Unser Ziel dabei, die größten Politik- und Medienfiguren der konservativen US-Szene vor die Kamera zu bekommen. Und euch jeden einzelnen Tag exklusive Einblicke in diese verrückt feurige US-Wahl zu geben. Tja, ob wir all das schaffen oder grandios scheitern werden? Begleitet uns auf unserem US-Abenteuer-Trip und wir werden es gemeinsam herausfinden. Guten Morgen. Ich stelle euch mal vor, damals war das ja so als Kind. Manchmal, nicht oft, aber einfach nach dem Aufstehen an den Fernseher. Nee, wir wollen raus und dann zur Trump-Rally. Das ist die Morgenroutine, die wir brauchen. Danke. So cool, das ist das Ganze nicht. Ich muss immer wieder zurück und die Kamera holen. Das ist die bittere Wahrheit. Mein Wunsch für heute ist, dass wir in der Tat ganz, ganz nah an Mr. Trump rankommen. Also, das klingt gefährlich. Willst du eine Drohung hier ausspielen? Aber ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt irgendwie da jetzt reinkommen. Wir sind ja gestern Abend sind wir noch abgelehnt worden als Presse. Wir können gleich mal fragen, welche großen Republikaner noch da sind. Um dann womöglich auch schon Kontakte zu knüpfen für die nächsten 3 Tage, wenn wir dann Richtung Florida unterwegs sind. Weil wenn wir uns erstmal einmal einen Namen gemacht haben, dann ist es deutlich leichter, auf die Watch Party oder sogar auf die Party in Mar-a-Lago zu kommen. Hi there. The city is perfect, right? At Salem Civic Center. Das sieht echt ein bisschen assi aus. Wenn ihr wüsstet, wie, was für Beat ein weiches, was Herz für Beat, was Beat für ein weiches Herz hat. Ja. Wenn man da erstmal nur rankommt, da ist so viel Härte und Stein durch harte Zeiten dran. Ich habe schon ein warmes Herz, so ist es nicht. Ja, mit viel warmem Kaffee. Mit viel, viel warmem Kaffee, halt es schön warm. Ja. So, es ist jetzt fast 11. Die ersten, mit denen wir gestern gesprochen haben, die sind jetzt seit 6 Stunden bereits hier. Es ist echt leer. Also die Autos sind natürlich alle hier, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die alle auch schon drin sind. Ja, moin, der sieht irgendwie aus wie Joe Biden in der Trump-Version. It'll be good. I think so, ja. Das können wir schon mal so tun, als wären wir hier irgendein Name in den USA. Okay, Freunde, kurzes Problem. Ich habe die ganze Zeit Angst, erschossen zu werden, weil mein Vlog-Setup, dieses Handy mit dem Stativ, diesem kleinen und diesem Mikrofon-Floppler da dran ist, sieht original aus wie so eine Waffe aus einem 3D-Drucker. So, auf den ersten Blick sieht das gefährlich aus. Hey, das ist unser Kumpel von gestern, oder? So, sie erklärt gerade, dass jetzt hier der Medieneingang ist. Vor uns ist jetzt NBC. NBC und Ketzer der Neuzeit und Beat aus Berlin. Das ist so eine Ranglinie. Nur halt basiert und nicht basiert. Beziehungsweise umgekehrt. Exakt. Ich habe irgendwie heute auch nicht so eine große soziale Batterie und irgendwie echt keine Lust, mit den Leuten heute zu reden. Wir werden natürlich trotzdem mit Leuten noch sprechen. Nein! Der Grund, warum wir hergekommen sind, Tag 3. Ach, lass mal. Aber dann nehmen wir doch dieses Geschenk an und gönnen uns kurz mal ein paar Minütchen Ruhe und einfach mal Langeweile. Das haben wir, ich glaube, seit gut 5 Tagen nicht mehr gehabt. Okay, Freunde, Option 1 als offizielle Presse reinzukommen. Nix da, diese Lisa Schumacher, die sich irgendwie darum kümmert, dass die Presse reinkommt, die rejected uns, auf Englisch sagt man so schön. Flieht vor uns. Wir warten jetzt am Eingang, die kommt alle 5 Minuten hier, guckt aus der Rallye raus und dann werden wir sie einfach nochmal amerikanisch ansprechen. Hey there, we have 500,000 subscribers, let us in, please. Ich meine, es muss doch wohl möglich sein. Sie wird uns schon mögen. Ja, ich glaube auch. Yeah, we are YouTubers from Germany and we want to know why the people voting for Trump in the next days. Well, because Trump's gonna make America great again. He's gonna make it to where our groceries go down, where we can buy houses, our economy's gonna improve. He's all about our country. He's not about business. He's about our country. Making it great again, just like he says. Yeah, vote Trump. Yeah. Es geht um den Platz, der muss priorisiert werden und jetzt wird gerade geschaut, ob für uns noch Platz ist. Sie machen also die Prüfung jetzt extra nochmal für uns. Freunde, wenn das jetzt klappt und wir wirklich irgendwie in diesen Pressebereich bei der Rallye reinkommen, dann würde uns das unserem Ziel so viel näher bringen. Denn als akkreditierte Presse wären unsere Chancen auf die Wahlkampfparty in Florida so viel näher. If you guys have applied to come to these in the past, you've never been approved. Okay, that's like a major red flag in our system. So be on your absolute best behavior. Like, you will never have a chance to get back on this list if this doesn't go well today, okay? Wow, Freunde, das war gut. Ketzer der Neuzeit und Beat aus Berlin stehen jetzt auf der offiziellen Liste. Und wir haben sogar so ein cooles Gerät hier. Presse. Thank you so much again, right? Was great. Yeah.
Thanks so much. Man holt sich die Zugänge. Ab diesem Moment sind wir jetzt offiziell registrierte Presse in den Staaten. Ja. Das heißt, wir stehen ab jetzt auf der Liste und sind im System. Also unsere Chancen, noch auf eine andere Party zu kommen. Sind immens gestiegen. Wir sind immens in dieser Folge gestiegen, Freunde. Wow, Junge. Junge, wir gehen da jetzt sowas von rein. Okay. Jetzt kommen die Gefühle hoch. Diese Wahl besteht zu gefühlt 80% aus Gefühlen. Und ich kann nur sagen, es kommt bei mir an. Glaube ist der Schlüssel. Wir leben in einer Welt, in der die Lüge zur Wahrheit erklärt wird. Eine Welt, in der Falsches als richtig verkauft wird. Doch wir wollen nicht von dieser Welt sein und geben die Hoffnung nicht auf, denn alle Dinge sind möglich für den, der glaubt. Unser neues Faith-Shirt steht exakt für diese Überzeugung. Es ist für jeden, der daran glaubt, dass Licht die Dunkelheit besiegt, dass der Weg frei ist, die Wahrheit diese Welt überwunden hat und Gott uns durch seinen Sohn ewiges Leben schenkt. Dieses Shirt ist mehr als ein Kleidungsstück, es ist ein Statement für diese Welt. Bestelle also jetzt dein neues Faith-Shirt, aber Achtung! Das Shirt ist wie die gesamte brandneue Kollektion nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. So sicher dir am besten jetzt das perfekte Weihnachtsgeschenk für dich oder deine Liebsten auf ketzerderneuzeit.com. Die neue Kollektion geht jetzt gerade online, was wirklich ein Projekt ist, an dem wir ein Jahr arbeiten. Und gleichzeitig stehen wir jetzt gerade auf dem Boden, auf dem wir stehen wollen, bei der Trump-Veranstaltung. Und das für, wir sind keine Dullis, wir sind professionell, wir machen eine gute Arbeit, aber trotzdem sind wir hier unbekannte, unbefleckte Leute. Dass wir hier einfach so jetzt doch noch reingekommen sind, war ja einfach ein Geschenk und auch Beats proaktiver Arbeit zu verdanken. Für mich ist es gerade einfach sehr besonders, hier gerade mit meinem Team, mit meinem wunderbaren Team und auch mit dem neuen wunderbaren Team von Beat zusammenzuarbeiten und jetzt gerade Uploads, Arbeit. Und wir warten im Hintergrund einfach darauf, dass Trump gleich hier 10 Meter Luftlinie gefühlt auf der Bühne eine Rede hält. Das sind schon Zustände, die hätte ich mir vor 4-5 Jahren so nicht erträumen hätte können. Das ist schon ein bisschen once in a lifetime. Ich meine, es ist once in a lifetime. Trump wird nicht noch einmal als Präsident kandidieren. Ja, historisch. Wie sind wir hierher gekommen? Alter. Hey, there we go. Hello, hello. Hello, nice to meet you. I'm a YouTuber from Germany. We have one message, one sentence for the German public viewing. What do we need to know about Trump as Germans? Well, he's a strong leader. Um 16 Uhr war Trump angekündigt, um 18 Uhr war er dann auf der Bühne. 2 Stunden Wartezeit und als er dann aber die Bühne betrat, Freunde, die Energie in dieser Halle lässt sich kaum in Worte fassen. Ich glaube, wir haben gar nichts falsch gemacht, aber sie denken, wir sind Teil der Mainstream-Medien hier. Ich meine, wir sitzen neben CNN. Vielleicht liegt es daran. With illegal immigration, that's what came down. I looked to the right. If I didn't look to the right, I wouldn't be looking at you at all right now. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Virginia. Trotz wenig Essen, wenig Trinken war ich immer noch ziemlich hyped und bin dann aus dieser Rallye rausgegangen mit dem Gedanken, hey, irgendwie müssen wir doch jetzt mal andere Leute fragen, wie die es jetzt empfunden haben. Ist das für die hier normal in den USA, so eine riesige, ja, Politparty? Und deshalb habe ich den Erstbesten getroffen und der Erstbeste war wirklich der Erstbeste. Okay, Freunde, das war die Rallye und die Organisatorin, die uns dann am Ende ja doch in den Pressebereich gebracht hat, hat am Ende noch gesagt, als wir meinten, mit Florida ist unser Ziel, die Watch Party, see you there. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur so ein See you there ist oder so ein See you there. How did you like it today? It was a great rally. Frankly, one of the best rallies I've ever been to. I thought he had a lot of great talking points about immigration. We're getting invaded in this country. It's frankly a tragedy.
And amazing. I think people need to learn from that. Germany could learn a thing or two about being invaded by immigrants. Für euch im Video war es vielleicht einfach nur ein erfolgreicher Tag auf der Rallye. Für uns war es wirklich lang, ausdauernd, aber trotzdem hammermäßig. Prost. Aber das ist ja wirklich ohne Zucker. Ja, so meint es. Ey, das ist das erste Mal in Amerika, dass irgendwas nicht süß schmeckt. Aber ja, na gut, dann genießen wir das. Ich stelle vor, unsere Geschmacksknospen sind einfach nur schon so versaut nach 3 Tagen Amerika. Normalerweise voll süß. Das ist auch so. Das ist auch so. CK is your friend from that we met yesterday. Sie und ihre Freundin, die wir gestern schon getroffen haben, die fahren morgen nach DC und wenn sie mit einem Auto fahren, sie sind zu zweit, in der Auto passen 5. Hast du schon gefragt? Ja, sie hat gesagt, wir können die Fahrerin fragen, also ihre Freundin. We leave tomorrow. We check out hotel 11 o'clock tomorrow. 11 o'clock, that would be awesome. Maybe we can ask her, is she over there? I can ask her. Yeah. Und ob wir morgen mit unseren neuen Freunden per Anhalter mitgenommen werden nach Washington DC, das werden wir morgen herausfinden.